Liebe Astrologiefreunde, ich begrüße euch auf unserem Astro Vitalis Kanal. Ich habe schon sehr viele Themen rund um die BRD hier in Videos besprochen, immer mit der Kernaussage, dass die BRD spätestens ab dem Moment der Wiedervereinigung ein Land ohne Identität ist. Ich blende das Geburtsbild jetzt hier gleich ein. Ihr seht im zweiten Feld das Bild dieser Identitätslosigkeit durch vor allen Dingen die Mond-Neptun-Konjunktion, aber natürlich auch noch zusätzlich unterstützt durch Uranus und Saturn, wobei der Mond selber auch noch im Steinbock steht. Das ist im Grunde genommen, da trifft der Mond auf den vierten Quadranten, denn Saturn gleich Steinbock, Uranus gleich Wassermann, Neptun gleich Fische, das ist wie vierter Quadrant. Das alles findet im zweiten Feld statt. Und an der zweiten Felderspitze, gemäß der Astropolarity-Lehre, befindet sich der Schütze. Und das ist eben der Jupiter in 9, die sogenannte Rahmenbedingung, unter der all das, was da im zweiten Feld steht, sich ausleben kann oder eben halt auch nicht. So, und jetzt habe ich, wie ihr seht, unten am Anfang des Wassermanns den Pluto eingezeichnet, denn der ist im Moment im Wassermann. Und das ist ein historisches Ereignis, also unter anderem auch für die BRD, aber für die Menschheit an sich, habe ich auch schon viele Videos drüber gemacht. Und zwar ist es so, dass dieser Pluto jetzt, und zwar, ich habe das aufgeschrieben, ab Beginn 2023, also vor etwas mehr als einem Jahr, aber bis Ende 2026 in als Transit eine Opposition auf den Jupiter macht. Und der ist die Rahmenbedingung für diese Identitätslosigkeit im eigenen Revier, zweites Feld, der BRD. So, und ich habe mir da mal etwas aufgeschrieben. Ich werde euch das schlicht und einfach vorlesen, weil das ist ein bisschen geordneter, als wenn ich das jetzt versuche, also das sind relativ komplexe Zusammenhänge, so frei zu sprechen, ist mir lieber. Und ich beschreibe jetzt also das, was da passiert seit Anfang 23, also spätestens bis Ende 26. Ich beschreibe, was da als Übersetzung des Geburtsbildes der BRD eigentlich passiert. So, ich sage dazu Folgendes. Hier geht es im Grunde genommen um eine inszenierte, geplante, Pluto, Bewahrung der Identitätslosigkeit. Die BRD bildet ihre Identitätslosigkeit nach außen ab, Jupiter in 9. Und dieses Abbild wird im Sinne einer Machtübernahme, Pluto, von außen, Opposition ist immer von außen, stabilisiert. Diese Machtübernahme verhindert Selbstbestimmung und damit wahre Demokratie im eigenen Revier, zweites Feld. Demokratiediskussion in der BRD. So bleibt die Identitätslosigkeit aufgrund von Fremdbestimmung erhalten und schließt selbstbestimmte Demokratie aus. Länder, denen die eigene Identität genommen wurde, also zum Beispiel Stichwort Globalisierung, Zusammenlegung von Kleinstaaten in einen Großstaat, zum Beispiel früher Jugoslawien. Ja. Länder, denen die eigene Identität genommen wurde, holen sich die eigene Identität und Autonomie früher oder später zurück. Das war in der Geschichte immer so. Das entspricht dem natürlichen Trieb des Menschen, sich einer eigenen Identität, zum Beispiel einer politischen Nationalität, einem Land oder einem Sportverein oder auch einer beruflichen Tätigkeit, im Sinne einer Familie zugehörig zu fühlen. Familie, simples analoges Symbol Mond. Das heißt, wir haben es hier mit einer Situation in der BRD zu tun, die dazu führt, dass es zu fremden Machtübernahmen kommt.
Ich will das gar nicht politisch weiter beschreiben. Da kann sich jeder seinen eigenen Teil zu denken. Dass es hier zu einer Okkupation, zu einer Machtübernahme von außen kommt. Und in diesem Sinne ist eine demokratische Entwicklung innerhalb des Reviers selber, der BRD, schlicht und einfach ausgeschlossen. Wobei die Identitätslosigkeit, die im Sinne der Wiedervereinigung ohnehin schon, wie das Geburtsbild sagt, vorhanden war, ohnehin eine Demokratie verhindert. Denn wie soll ein Land oder ein Staat oder eine Nation, wie auch immer man es nennen will, das keine Identität besitzt, demokratische Formen auf, das geht gar nicht, das schließt sich aus. Insofern, historische Zeiten. Ich danke euch.